Ja, hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sword Art Online. Hier ist wieder euer Trixie natürlich. Hey, bist du fertig? Ja, bin ich. Und mein Controller, wie ihr seht, funktioniert jetzt ebenfalls. Yes! Mein Problem war nämlich, wir müssten das Spiel als Admin, also in Steam mussten wir als Admin starten. Und dann, seitdem funktioniert es. Wunderbar. Wir haben eine Nachricht bekommen. Wo können wir denn die Nachrichten? Wir können schon mal die Nachrichten abrufen, bitte. Gott. Ja, ich komme nicht weiter. Händchen halten. Oh, wie cool. Oh! 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 Ups. Reden. Oh, übrigens, ich war letztens im größten Blumenladen der Stadt. Das Gefühl des Mysteriums, das diesen Ort umgibt, ist einfach unglaublich. Also, verstanden. Danke, dass du mir zugehört hast. Yes! So, gut, laufen wir mal ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Nachrichten abrufen. Gute Arbeit. Okay. Gehen wir mal hier hin. Und Passepartout kommt auch demnächst. Ich weiß nicht, ob es morgen oder übermorgen sein wird. Muss ich mal schauen, wie ich die Zeit finde. Dauert nun mal ein bisschen bei mir, weil ich nun mal auch berufstätig bin. Und ich habe halt nicht immer Zeit, so 2 bis 3 Stunden oder 4 Stunden aufzunehmen und das dann wieder rauszurendern. Jetzt haben wir zum Beispiel 15 Uhr, es muss das Video für heute noch rausgehauen werden. Dieser Park ist riesig, haha. Vermutlich der beliebteste Ort in der ganzen Stadt, um etwas Ruhe zu finden. Oh, ich wette, es fühlt sich gut an, sich hier ins Gras zu legen. Hier kann ich bestimmt gut Nickerchen halten. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen Ort gibt, in dem du keine gute Nickerchen halten kannst. Hey, das ist... Ach, komm schon. Ich ärgere dich nur. Du weißt, ich sehe gern so, wie du wegdöst. Das ist halt niedlich. Wir sollten ab und zu mal herkommen, um uns zu erholen und uns zu sonnen. Da bin ich dabei. Hab nichts gegen ein gemeinsames Nickerchen, auch wenn man dich nicht wecken kann, sobald du schläfst. Ip, das war einmal in Sword Art. Einmal! Normalerweise werde ich nicht eklig und sabberig, wenn ich schlafe, versprochen. Ich weiß. Ich habe nur Spaß gemacht. Sieh mir mal, was es sonst noch gibt. Oh, das ist... Ja, ich hätte es auch am liebsten mich da in die Sonne gefläzt. Kann man das nicht einfach machen? Sind das Spieler? Nee, das sind NPCs. Alles kannst du mir nicht erklären. Okay. Ah, so kann man Ego-Positive wechseln. So kann man in die Hocke gehen. Aha. Okay. Hey. Zuneigungssystem. Reden. Ja. Erzählst du meine Geschichte oder so? Hast du das gemeint? Oh, das... War das hilfreich? Komm jederzeit wieder zu mir, wenn du reden möchtest. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt haben soll. Aber naja. Wir haben noch Eis rausfinden, mit Sicherheit. Lecker, lecker Früchte. Kann man das kaufen? Ja. Nee. Nee, kann man da nicht. Schade. Gut, gehen wir zur Marktstraße mal. Die blöde Maus, die nervt. Weg damit. Ab. So. Also ich muss sagen, ist richtig schön gemacht. Von der Umgebung her und so. Gefällt mir richtig. Wirkt richtig lebendig. Viel los für den ersten Tag der Beta, oder? Aber anders sollte es auch nicht sein. Waffenläden, Rüstungsläden, dieser Markt wird lange ein beliebter Ort sein. Gehen wir uns mal umschauen, mal sehen, was wir finden können. RPG といえば武器が大事だよな
Egal, was es so in den Spielen gibt, Waffen sind immer die oberste Priorität des richtigen Spielers. Ich kenne sogar Leute, die nur so lange Geld mit Sammelquests verdienen, bis sie mit verbesserten Waffen losziehen können. So habe ich das in SAO gemacht, mir die bestmögliche Waffe geschnappt und dann so schnell wie möglich weiter. Jo, das ist auch ein guter Tipp. Warum schauen wir uns nicht drin um? Klingt gut. Willkommen. Hi, wir würden uns gerne mal deine Auswahl an Waffen anschauen. Bitte seht euch um, so viel wie ihr möchtet. Mal sehen, Rapiere. Wo seid ihr? Wer hier drüben ist. Falls etwas auf eurer Einkaufsliste steht, fragt einfach. Vielen Dank. Sehen wir mal was. Oh, hey, ich kenne diese Produktpalette. Das ist ja wirklich alles von den SAO-Daten übernommen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Ich war nur etwas von dieser Shop-Besitzerin abgelenkt. Was? Abgelenkt? Was genau meinst du damit? Was? Oh, nein. Nicht so. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich dachte nur, sie war so natürlich. Die Konversation, die Interaktion, das habe ich gemeint. NPCs haben normalerweise nicht so viele Konversationsmuster. Ist mir gar nicht aufgefallen, bis du das gesagt hast. Aber ja, das wirkte richtig normal. Glaubst du, die NPCs hier sind technisch besser als in SAO? Das kann natürlich der Fall sein. Wie auch immer, wie wäre es, wenn wir uns noch etwas weiter umschauen? Ja, warum nicht? Schauen wir uns mal das dumme Ziel mal genauer an hier. Kaufen können wir eh noch nichts, oder? Wir haben sämtliche Waffen unter der Sonne auf Lager. Seht ihr schon mal um? Okay, kaufen. Gucken wir mal. Haben wir überhaupt Geld? Das ist mein Schwert. Ne, das sind die Schwerter. Okay, und das ist die Steigerung. Oh, wir haben sogar Kohle. So viel will ich gar nicht haben. Gottes Willen. Ja. Gegenstand ausrüsten. Jupp. So. Da hätten wir das. Jetzt kommt Asna. Gucken wir mal. Bei ihr. Holen wir da hier schnell Rapier. Oh Mann. Einmal. Ah, haben wir kein Geld mehr für. Wo steht denn mein Geld überhaupt? Ah, da unten. 350 haben wir. Können wir denn was verkaufen? Anlegt mal. Das haben wir nicht mehr angelegt. Das können wir verkaufen. Für C, das lohnt sich nicht. Okay. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Juhu. Boah, ich rennt aber richtig schnell hier. Geht der Farb hier. Oh Mann. Ja, und Final Fantasy, das Projekt ist eigentlich auch fast so weit fertig. Ich muss nur, zumindest das erste Video, ich muss da noch ein paar Feinheiten machen. Und so schätze mal 3 bis 5 Minuten wird das Video werden. Zum Anfang halt. Blase mit Teleporter, da waren wir ja schon. Park am Seeufer hatten wir auch schon besucht. Was haben wir da hinten? Gehen wir nicht durch. Unsichtbare Wand. Okay. Gut zu wissen. Marktstraße. Ja gut, da gehen wir mal da hinten hin. Da waren wir aber eigentlich schon. Na egal. Oder ist ein anderer Park? Kann natürlich auch sein. So. Ja, diese Folge werden wir uns mal nur umschauen, würde ich sagen. Mal abwarten. Park am Seeufer. Ja, hier waren wir schon. Gibt's hier noch was? Echt schön gemacht, oder? Was meint ihr? Also mir gefällt das. Hat was, auf jeden Fall.
Ist nur ungewohnt, dass ich eine männliche Stimme habe und ein Mädel bin, aber naja, okay. Aussichtspunkt. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Haut ab. Mein Weg. Die Musik ist nämlich schön gemacht. Na, ich bin mal gespannt, was auf uns da noch erwarten wird. Alles bei Sword Art Online. Oh, sieh mal, das werden wir wohl für keine Quest brauchen, aber schön, dass es einen Kaffee gibt. Vielleicht ist es romantisch. Es ist ganz nett. In den meisten MMOs kann man nur irgendwo in der offenen Welt oder in der Stadt reden oder abhängen. Ah, vielleicht soll das einem Spiel auch erst das typische MMO-Gefühl. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Hä? Ich meinte, wenn es hier solche Orte gibt, könnten wir vielleicht sogar Dates haben. Oh ja, gutes Argument. Absolut, Dates. Dir ist klar, dass du gerade rot wirst, oder? Nicht so sehr wie du. Was? Nein, ich werde gar nicht rot. Na los, Rixi, ich will sehen, welche anderen romantischen Orte wir noch finden können. Hey, warte, Asna. Wir haben inzwischen so ziemlich die ganze Stadt gesehen. Dann schauen wir uns die Bereiche außerhalb der Stadt an. Hehe, ich habe mir schon gedacht, dass du dir das sagen würdest. Oh, bin ich so leicht zu durchschauen? Na gut, gehen wir zur Blase mit dem Teleporter. Okay, schauen wir uns das auch mal an. Eventsymbole und Eventliste. Eventsymbole erscheinen auf der Karte und über den Köpfen von Charakteren, wenn ein Event ausgelöst werden kann. Es ist immer eine gute Idee, auf dieses Eventsymbol zuzulaufen. Okay, solltest du aber nicht wissen, wie es weitergeht, sieh einfach im Hauptmenü in der Eventliste nach. Okay, werden wir machen. So, dann müssen wir also zurück, würde ich mal sagen. Und ich komme über die Marktstraße dahin, aber ich denke mal schon. Es ist ja eigentlich kreisförmig aufgebaut, also von daher sollte es eigentlich gehen. Ja, das werden wir aber jetzt sehen. Marktstraße, was haben wir da oben? Was bist du da hinten? Park am Seeufer? Nope. Da wollen wir nicht hin. Wo? Plaza, da ist es ja. Da will ich hin. Genau. Lass mich da bitte durch. Danke dir. Jo, die Ladezeiten haben es schon ein bisschen in sich, habe ich das Gefühl. Na gut, vielleicht wegen dem Video. Ja, darum wieder ein Video. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Es ist seltsam, wieder hier zu sein. Ein Teil von mir hat noch immer Angst. Der erste Ort, den wir nach dem Einlochen erblickten. Der Ort, an dem wir erfuhren, dass wir uns nicht auslochen dürfen. Aber nicht alle Erinnerungen sind schlecht. Du hast Mut gezeigt. Du hast nicht aufgegeben und uns gefunden. Ich habe nicht aufgegeben. Ja, da hast du recht. Das hier ist nicht Enquart. Es ist nicht SAO. Wir sind nicht mehr gefangen. Haben keine Angst, hier werden wir Spaß haben. Na, mal abwarten, was da noch auf uns zukommt. Sieh mal einer an, wen wir da haben. Sind das nicht meine besten Kunden? Wie geht's, wie steht's? Ich schweig wohl gerade in Erinnerungen. Er schweigt. Argo! SAO-の時から情報屋として有名で、売れる情報は何でも売る姿勢はある意味恐れられていた。
Argo handelt seit damals in SAO mit Informationen. Bei ihr hat jede Information ihren Preis. Sie ist lieb und gruselig. Obwohl sie gruseliger als Endboss ist, haben ihre Informationen eine Menge Leben in Enquart gerettet. Meins eingeschlossen. Argo, du bist gekommen. Es ist so schön, dich zu sehen. Wir waren nicht sicher, ob du bei der Beta dabei bist. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wenn ich mich zwischen vielen Spielen aufteile, leidet die Qualität meiner Informationen. Aber du sahst so süß aus, als du mich angefleht hast, das Spiel mit allen zu spielen. Wer könnte da Nein sagen? Schön, dich zu sehen. Im Übrigen weiß ich nichts von irgendwelchen Flehen, aber ich bin froh, dass du hier bist. Dich dabei zu haben, kann letztendlich den Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall, ich freue mich, all die schmutzigen kleinen Geheimnisse zu erfahren, die du aufdeckst. Wow, ihr rollt ja echt einen roten Teppich mich aus. Ich glaube, ich werde gleich rot. Was treibt ihr zwei Turteltäubchen denn gerade? Wir haben uns nur umgesehen und Interessantes angeschaut, aber als nächstes wollten wir nach draußen. Wie wär's dann, wenn ich euch ein paar Questinfos zukommen lasse? Habt ihr Lust darauf, die Info zu prüfen? Du hast jetzt schon Infos. Klaro, ist doch schon ein paar Stunden her, dass die Server live gegangen sind. Die meisten Leute würden sagen, es ist erst ein paar Stunden her. Du bist ja so schnell wie Eonie. Schnellkeit ist in meinem Geschäft von größter Wichtigkeit. Und für meine zwei Lieblingskunden ist diese kleine Info gratis. Oh, das war lieb. Dieses Angebot können wir nicht abschlagen. Lasst uns questen gehen. Vielen Dank, Argo. Wozu hat man denn Freunde? Aber nicht vergessen, Argo sucht immer Infos. Wenn ihr was Interessantes seht, wisst ihr, wo ihr hin müsst. Du kannst dich auf uns verlassen. Fällt mir gerade mal so auf, das Japanische, was sie da verwendet haben, ist weniger Slang. Es ist mehr Alltag, weil Gozaimasu ist zum Beispiel Dankeschön auf normaler Ebene und Arigato, also Domo Arigato, ist Umgangssprache. Also, erzähl mir etwas über Quests. Es gibt unterschiedliche Questarten in diesem Spiel. Schlage vor, du beginnst mit einer der Quests außerhalb der Stadt. Du kannst auch gleich jemanden dazu einladen, dich zu begleiten, wenn du schon dabei bist. Du meinst, wie beim Bilden einer Gruppe? Gute Idee. Gut, gehen wir los, sobald wir bereit sind. Ah, hier habe ich schon mal die Nachricht gefunden, wie ich gerade sehe. Aha. Schon seltsam, wie ihr das SAO angeht, aber mit meinen Freunden wird das super, ich freue mich darauf. Das ist so cool, mit euch allen Spielern zu fangen. Wir müssen unbedingt vieles gemeinsam machen, ja. Sieht aus wie bei SAO, aber die Läden, Gegenstände sind das, das wird cool, alles zu erkunden. Ich bin immer aufgedreht, als Erster in den neuen Spiel zu sein. Diesmal lasse ich mich nicht abhängen. Wartet nur. Haha, der Kleine, ja. Ich hätte nie gedacht, wieder in den Anfangsstadt zu sein. Letztes Mal konnten wir es nicht genießen. Ändern wir das. Jo, das ändern wir auf jeden Fall. Das ist nämlich unter Freunde gewesen. Aber wo haben wir denn jetzt die blöden Gruppen? Ich würde sagen, gehen wir mal los. Und schauen uns das mal an. Kartenansicht. Du kannst mit dem Teleporter auf dem Teleportblaser oder über Ansichtkarte zu verschiedenen Karten reisen. Anfangs stehen nur wenige Ziele zur Auswahl. Es werden immer mehr, wenn du Fortschritte im Spiel zielst. Oh. Okay, Weltkarte.
So, wo können wir denn hin? Na, nur dahin. Gut. Oh Gott. Wo muss ich denn hin? Gehen wir mal dahin. Gebiet wechseln. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich hoffe es. Mal sehen. Argo meinte, es gäbe eine Quest außerhalb der Stadt. Hauptpalette. Ach du heiliger Bimbam. Drücke die Palettentaste, um die Hauptpalette anzuzeigen oder auszublenden. Ja, welche Taste ist das denn, bitteschön? Über die Hauptpalette kannst du eine Liste deiner vielen Skills anzeigen. Drücke zum Nutzen eines Skills die bestätige Taste. Ist die Hauptpalette aktiv, sind bestimmte Steuerungen nicht verfügbar. Bitte denke bei der Verwendung daran. Du kannst die Palette bearbeiten, indem du im Hauptmenü Skillpalette wählst. Aha. Okay, legen wir los. Gut, so kann man also wechseln. Okay. Was haben wir denn hier unter Skills? Skillpunkte. Je mehr du deine Waffen wendest, umso besser kannst du mit ihnen umgehen. Okay, reichst du bestimmte Schwellenwerte bei der Beherrschung deiner Waffe, erhältst du Skillpunkte. In seltenen Fällen kann man auch Skillpunkte für das Besiegen eines Gegners erhalten. Du brauchst Skillpunkte, um weitere Skills zu erhalten. Okay. Was Skills können über den Bildschirm Skill im Hauptmenü gelernt werden? Dort kannst du Skillpunkte einsetzen, um verfügbare Skills zu erlernen. Unter diesen Skills findest du besondere Extra-Skills. Extra-Skills sind spezielle Skillstrukturen, die mehrere Unterskills umfassen. Man kann nur einen Extra-Skill auf einmal festlegen. Also im Prinzip so eine Art Skill-Tree, wie ihr seht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, ich würde mal sagen, damit beschäftigen wir uns mal in der nächsten Folge und ich verabschiede mich mit diesem traumhaften Bild. Ich bin echt mal gespannt, was uns noch so alles erwarten wird. Ansonsten Leute, bleibt mir nur eins zu sagen, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like, ich würde mich super darauf freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.